Hallo und herzlich willkommen bei meinem Channel Mr. Breikopf. Und heute soll es auch wieder um eine besondere Technik gehen. Ich habe mich zwar in den letzten Tagen habe ich mich über Machine Learning informiert, nämlich. Und ich würde euch jetzt gern so ein bisschen, hoffentlich im wöchentlichen Rhythmus, immer wieder so neue Tools präsentieren. Und dazu würde ich jetzt einfach mal umschalten. Da seht ihr hier jetzt das Tool, was wir uns heute ansehen werden, autodraw.com. Ich habe noch viel, viel mehr in der Pipeline gefunden. Ich möchte heute mit einem anfangen, was mir persönlich sehr gut gefällt. Und ich habe auch andere Tools gefunden, wo man sich denkt, so, kann man sowas wirklich schon im Internet veröffentlichen? Aber wir werden sehen. Jetzt schauen wir heute erstmal an, was das Autodraw-Tool tut. Ich werde es euch unten in der Beschreibung verlinken. Dann könnt ihr es selber mal ausprobieren. Ich würde sagen, wir fangen an, mal einfach eine Sonne zu malen. Also man kann hier einfach anfangen zu malen und die künstliche Intelligenz dahinter versucht dann zu erraten, was man denn gemalt hat. Man sieht das hier oben in dieser Leiste. Dann kann man einfach draufklicken und zack, hat man eine wunderbare Sonne gemalt. Dann können wir mal anfangen, irgendwas Komplizierteres, vielleicht so ein Lagerfeuer. Ich weiß nicht, ob man das als Lagerfeuer erkennt. Vermutlich eher noch nicht. Nehmen wir nur was Schwarzes und tun was Schwarzes außenrum. Dann erkennt man doch durchaus ein Lagerfeuer. Finde ich ziemlich cool. Oder machen wir noch ein drittes Beispiel, was so das Typische, was man als Kind immer gemalt hat. Machen wir ein Auto, ein rotes Auto. Mal gucken, ob dann vielleicht die Wahrscheinlichkeit für Feuerwehrauto höher ist als gedacht. Ja, man sieht hier, man kann ein Auto malen, ne? Aber die Feuerwehr ist auch nicht weit weg. Und ich finde das eigentlich ziemlich praktisch, weil man sehr einfach eigentlich eine Smiley oder generell so ein Word-Art einfügen kann. So ein Clip-Art einfügen kann. Mir ist gerade das Wort nicht eingefallen. Und ich finde es eigentlich eine coole Sache. Ich bin da echt persönlich Fan von. Man muss natürlich wissen, für was das Ganze jetzt eingesetzt wird, ne? In dem Moment, wo man jetzt anfängt, hier Sachen wie wild hinzukritzeln und dann hier oben Sachen auszuwählen, also ich sage jetzt, das hier ist ein Auto, wird natürlich meine handschriftliche Zeichnung wird gespeichert und in der Datenbank verwendet, für das, dass man dann später mal eine Intelligenz programmieren kann, die Objekte handschriftlich zeichnen kann. Ja, wie sinnvoll das jetzt ist, dass man so meine wunderbaren dreijährigen Zeichnungen hinkriegt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall muss man natürlich wissen, wo das hingeht, ne? Cool ist, dass das Tool frei verfügbar ist, dass jeder das verwenden kann und es ist auch ziemlich einfach in der Bedienung. Man muss hier wirklich nur auf Autodraw klicken, eine Farbe auswählen. Man kann natürlich auch normal zeichnen, wenn man jetzt sagt, man möchte irgendwie eine Werbung designen oder so. Aber das hier ist eigentlich, finde ich, eine coole Sache. Genau. Jetzt probieren wir mal noch eine Blume zu zeichnen. So klassisch. Vielleicht ist eine Blume nicht unbedingt grün, deswegen erkennt das vermutlich nicht so gut. Aber sobald ich jetzt hier unten den Stiel wegmache und dann noch, ja, es ist ein Kleeblatt, ist auch mit drin, und dann noch so macht, dann haben wir hier diese wunderbare Blume, ne? Besser als ich zeichnen konnte. Jetzt wollen wir mal noch was ganz Kompliziertes probieren als letztes. Schauen wir mal, ob wir ein Gehirn gezeichnet kriegen. Lila. Gehirne werden doch immer irgendwie so rund gezeichnet. Das war jetzt vielleicht ein bisschen extrem. Schauen wir mal, dass wir halbwegs symmetrisch kommen. Ne? Nicht schlecht. Es kann natürlich auch, wird natürlich auch als Kobra erkannt, warum auch immer, oder ein schöner Schmetterling, wenn man lieber einen Schmetterling als ein Gehirn hat. Aber es ist recht interessant, um das mal auszuprobieren, was eigentlich alles erkannt wird. Und ich glaube, für so Kartengestaltung oder so kann man das Tool auf jeden Fall schön verwenden. Ja, das wäre es soweit von mir. Das erste Tool. Ich hoffe, euch gefällt es. Falls ihr coole Tools habt, die ich vielleicht noch nicht in meiner Pipeline habe, schreibt es mir in die Kommentare oder schickt es mir. Ich probiere die gerne aus. Manche natürlich, die werden ein bisschen rechenintensiver sein und nicht ganz so klar und einfach verständlich. Aber jetzt für den Anfang ist das, glaube ich, ganz cool. Dann würde ich mich soweit verabschieden. Abonniert mich und schreibt es in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Ciao!